Na egal. Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Nachdem Audacity gemeint hat, die letzte Aufnahme zu zerhauen, versuchen wir es halt nochmal. Ja, wir nutzen nochmal das Gimmick-Marionetten-Deck und versuchen dieses Mal so hinzukriegen, dass wir nicht upragen müssen. Mit anderen Worten, vielleicht dieses Mal nicht anderthalb Stunden aufnehmen müssen, dass wir mal was du einigermaßen heiliger Brauchbares Bimbam. Haben. Was hast Ach, du gerade gesagt? Ich habe gesagt, ach du heiliger Bimbam. Wir haben es hier mit Constella zu tun, im Zweifelsfall mit einem, der es peilt. So. Wenn dem so ist, haben wir ein geringfügiges Problem. Constella kann nämlich gemein werden. Dann hau ich einfach mal drauf. Ja, also wieso da das kann hier ich den Stufenfresser nicht abwerfen? Das weiß ich nicht. Warum solltest du ihn denn abwerfen können? Festung. Ach so, müssen Maschinenmonster sein. Ja. Okay, dann nervt das jetzt, dass ich das Getriebe wegschmeißen muss. Das nervt sogar ziemlich, aber gut, ist nicht mehr zu ändern. Wir brauchen halt die Festung. Das müssten sie bei DevPro noch einführen, eine Rückgängig-Funktion, die in der Situation noch geht. Es war so höllenklar. Okay. Jetzt hat er dich genervt, jetzt nervt ihn zurück. In diesem Fall wird selbstverständlich Destiny Leo nicht gerufen, ne? Nee. Weil der... Die Constella würden uns die einfach... Achso, das war jetzt der Stufenfresser. Genau. Constella würde uns die einfach wieder auf die Hand zurückgeben. So viel, Alter, zu meiner Bestechung. Ernsthaft, Kumpel? So, Freundchen, was hast du drauf? Wenn ich mal eine Statistik erstellen müsste mit den am häufigsten durch MRT von meinem Gegner zerstörten Karten, ich glaube, das wäre die Bestechung. Okay, entweder haben wir es jetzt mit Präserpe gleich zu tun. Wahrscheinlich Präserpe. Ja, klar. Der boostet sich jetzt auf 3-4 und zerstört dadurch unser Monster und fliegt dadurch selber weg. Wenn es ihm Spaß macht. Ja. Wie war noch, welches war nochmal der auf die Hand zurückgibt? Plejaden. Der braucht aber Stufe 5, also Chaos. Achso. Okay, und Chaos hat er nicht. Sonst hätte er sich den gerade geholt. Weil Plays hätte mir hier deutlich mehr Sinn gemacht. Und was zum Henker sollte das jetzt gerade? Schaden ist Schaden. Ja, und wir kriegen gleich ordentlich Schaden retour. Was hast du jetzt noch auf der Hand? Eine Magnetpuppe, die werfe ich aber noch nicht ab für die Festung. Und? Und ein Marionettenritual, für das wir 2000 Punkte Differenz brauchen. Ach so, deswegen würde sich jetzt Schaden gar nicht mal so sehr stören. Eben. Okay. Was hast du jetzt gezogen? Oh, in dem Fall rufe ich die Festung. Was hast du jetzt gezogen? Das. Ja, okay, Festung. Trostlose Puppe, Stufenfresser, Rang 7 Exis. Ich jetzt einfach draufkauen. Ah, nee, Quatsch, Rang 7 geht auch gar nicht mit der trostlosen Puppe, stimmt ja. Eben. Oder das heißt doch, würde auch gehen mit Magnetpuppe dann. Ja, die Magnetpuppe müsste ich aber rufen können. Und für die darf ich nur Gimmick-Marionetten kontrollieren. Ach, nur Gimmick-Marionetten? Alter! Ich kann das den ganzen Tag machen, Kumpel. Du willst mich doch verarschen. Das Ding, der war gerade wahrscheinlich auch. Die Festung ist mal so böse. Ja, in dem Deck, weil wir halt fast nur Level 8 da drin sind. Ja. Oh, jetzt ist Bams die Bams. Omega so. Ist gemein. Okay, und das war jetzt auch gemein. Das war doof einfach nur. Weil der Effekt wird ja erst aktiviert, wenn er zerstört wurde. Ja, okay, aber jetzt kommt der nächste Pollux auf die Hand. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Präserpe. Ja, muss kommen. Oder? Ja. Muss ja, das Präserpe Problem ist, kommen. Dass er... Ach ja, der hat... Hä? Ach, Paladinamo, ja, den gibt's auch noch. Ach so, ja klar, das ist mehr Schaden. Macht Sinn. Aber der Effekt sollte trotzdem aktiviert werden. Richtig. Und wenn das beim nächsten Mal nochmal Schaden zufügt... Ach so, der wollte das. Ja, aber die hätten wir so oder so irgendwann loswerden müssen. Klar. Wieso ist eigentlich Paladynamo? Was hat der von einem Dynamo, bitte? Keine Ahnung. Heißt halt so. Was hast du gezogen? Eins der wenigen Nicht-Level-8er. Sehr schön. Und die trostlose nächste trostlose Puppe landet auf dem Friedhof. Ja. Wenn du jetzt ein Licht der Galaxie-Königin ziehst, dann geht's los.
Ne? Ich sollte vielleicht nicht immer draufhauen, wenn ich das Marionettenritual aktivieren will. Du lernst es auch noch irgendwann, vielleicht, unter Umständen. Vielleicht, ja. Okay, er hat nix. Was hast du gezogen? Maschinenduplizierung. Das bringt dir jetzt rein gar nichts, ne? Fäden? Okay. Just try it. So, welches war... Hier ist das Getriebe. Schade, dass ich die andere schon auf dem Friedhof habe, deswegen kann ich nur eine rufen. Ja, aber die Maschinenduplizierung mit der trostlosen Puppe ist so eine gemeine Kombi. Ja, weil damit hat instant ein Destiny Leo kommt. Wenn man will. Okay. Du hättest natürlich auch Felgrandrachen rufen können. Nein. Ah, nee, hättest du nicht. Oh. Und er hatte nichts mehr, um den Angriff abzuwehren. Gut. Dann hängen wir da wahrscheinlich jetzt noch eins dran, weil das war grob gepeilt zu kurz für eine Folge. Gut, dann bis gleich. Dann hoffen wir mal, dass hier keine unerwünschten Nebeneffekte auftreten. Ja, Side-Effects. Ja, ich hab's schon verstanden. Gut. In die Leere, ach du Scheiße. Der will jetzt nicht den Exodia-OTK abziehen. Das Deck hatte ich vorher aber auch schon mal. Das scheint gerade beliebt zu werden. Das heißt beliebt. Okay, er hat es nicht. Stimmt. Das ist kein Exodia-FTK. Nee. Es ist Dark World. Das ist nicht besser. Nein, das ist kein Stück besser. Und er hat natürlich fucking drei Dark World neu. Und zwar genau die drei, die er beschwören kann. Uns würde es ja keinen Spaß machen, ne? So, kannst du was dagegen zimmern? Dagegen nicht, aber ich kann in was machen. Sowas wie Fäden oder sowas in der Gegend. Kannst du jetzt was machen? Könnte ich tatsächlich. Also die Fäden wären jetzt sogar was. Ja, die wären jetzt sogar richtig was. Nein, ich meine, sind im Rahmen des Möglichen. Ach so. Nächste trostlose Puppe landet auf dem Friedhof. What the fuck? Wir hatten's doch mal von dieser Kombi. Dark World Kräfterauben, weißt noch? Boah, ewig her. Aber es ist gar nicht mal so dämlich. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir die Kombi mal bequatscht haben. Ja gut, das gibt uns einen Haufen Schaden und verzögert das Ganze ein bisschen, aber mehr auch nicht. Weil nichtsdestotrotz haben wir jetzt gleich eine Puppe im Friedhof, die wir dann für... eine Marionette im Friedhof, die wir dann für die trostlose Puppe entfernen können. Jetzt musst du irgendwas abwerfen. Wie den zum Beispiel? Wie den zum Beispiel? Grapher. Was hab ich da hingelegt eigentlich? Ach ja, genau. Okay, es ist nicht so tragisch. Da würden wir jetzt eigentlich am besten fertig werden, wenn wir jetzt einfach irgendwie, Angriffspunkte. Einfach einen Zombie-Stein holen könnten. Ja, den können wir mit der trostlosen Puppe nicht beschwören. Eben. Aber wir können doch einfach durch schiere Angriffskraft entscheiden. Nein. Oder hat irgendjemand Effekte, dass wenn er abgeworfen wird, ein Monster zerstören kann? Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, ich frag ja nur. Nein. Deswegen sag ich ja, wir müssen das durch schiere Angriffskraft entscheiden. Ja gut, das ist nicht das Problem. Nee, das Problem ist nur, dass wir auch in diesem Deck keinen MRT drin haben. What the? Die kombiniert mit Kräfterauben ist richtig mies. Mhm. So blöd, dass wir immer noch mehr Angriffskraft haben. Kommt jetzt was? Ja. Die Fäden haben aber zu wenig. Doch, die reichen ja. Richtig. 3200 wegen Fließband und so. Genau. Hey, du könntest jetzt sogar irgendein anderes Exis-Monster theoretisch. Hey, du könntest jetzt den Zombie-Stein rufen. Was? Nö, kann ich nicht. Warum? Er ist so. Okay, aber der Effekt... Das ist eine andere Art von Effekt. Das ist kein permanenter Effekt, das ist ein gültiger Effekt. So wie beim herbeigerufenen Totenkopf, dass der als Erzenderwäldler behandelt wird. Obwohl das ein normales Monster ist. Das wird durch Kräfterauben ja auch nicht verhindert. So Stimmt. ist das gemeint. So ein Effekt ist das. Ich würde jetzt da nicht reinrennen. Ich hatte eine Spiegelkraft auf der Deck liegen. Okay, dann renn rein. Aber bitte die verrückte Kiste, genau. Weil der andere kommt eh gleich wieder. So, genau deswegen. Da lag einfach nichts. Aber stimmt, die verrückte Kiste mit Kräfteraum, schreib das mal auf, das ist gut.
Ja, Moment. Ich überlege nur gerade, wo ich das aufschreiben soll. Allgemeine Notizen habe ich hier noch nicht. Dann kram kurz einen Zettel raus, keine Ahnung. Ja. Oder Säuregolem natürlich. Ja, wir haben kein Level 3 in dem Deck. Aber wir können überhaupt mal so ein anderes Skill-Drain-Deck machen, das auf Xyz Beschwörung setzt. Wär mal was anderes. Och, sieh mal an. Ja, nett. Moment, was hat er? Was? Und fetter Angriffspunkte-Boost. Hä? Ach, Xyz-Einheit hast du gezogen. Och, schön. Bams. Das ist das Schöne, dass man das in dem gegen den Kräfteraum deckt, dass sie auch mit schierer Angriffskraft gewinnen kann. Weil jetzt könnte uns nicht mal eines von den niederträchtigen Viechern noch gefährlich werden. Doch, der Wahrheitsdrache. Ah, stimmt. Aber der ist in keinem Skill Drain Deck drin. Stimmt. Und außerdem, um den Wahrheitsdrachen zu bekommen, müsste er erstmal ein normales Niederträchtig-Viech haben. Und Eben. wenn ein normales Niederträchtig-Viech kommt, dann wissen wir schon, woran wir sind. Und dann sind wir, und dann wären wir auch vorsichtiger. Muss ich jetzt machen? Weil ansonsten kann der Graffer immer wieder rufen, das ist dann ein bisschen witzlos. Blöd auch, dass der Eierkopf gerade so zu wenig Angriffspunkte hat, um Graffer zu zerstören, weil sonst hätten wir jetzt schon gewonnen. Aber gut, halt die langsame Variante. Und der Ja, Witz ist, wenn er schlecht. uns das irgendwie zerarscht, steht einfach gleich die nächste Marionette der Fäden auf dem Feld. Gut, mit weniger Angriffspunkten, aber trotzdem. Und wenn der Graffa jetzt im Angriffsmodus spielt, beschwere ich mich auch nicht. Dann kommt nämlich Spiegelkraft. Richtig, weil er schon die Normalbeschwörung verbraucht hat. Warte Kommt mal, der wie viel dann? Schaden kriegt er, wenn wir ihm das sind? 2100, oder? Ja. Okay. Wenn er uns die jetzt zerdörbt, dann ist auch egal, wollte ich gerade sagen. Aber okay, Und er hat aufgeben sie. oder Rage Quit? Oder Spiegelkraft. Eine verdeckte. Pass auf, du legst jetzt den Eierkopf in Verteidigungsposition, bevor du angreifst. Sag bloß, die hatte ich jetzt ja gar nicht. Nur so wegen vorsichtshalber und so. Was ist denn das? Der hat uns verarscht. Und zwar volles Rohr. Egal, er wäre in diesem Zug sowieso nicht down gewesen damit. Und das wären wieder 1800 Schaden gewesen. Ja, und dann noch die 800 hinterher durch den Karteneffekt. Die ich ihm nebenbei bemerkt auch einfach so geben kann. Wie denn, wenn der Effekt annulliert ist? Also richtig. Egal, die Karte will ich eh auf dem Friedhof haben. Den Marionettenspieler, warum? Das ist der Zwielicht-Joker. Der bringt mir gerade eh nichts. Und ich Ach so, brauche ja. Material für die trostlose Puppe. Stimmt. Das war Kräfteraum hatte ich direkt. gerade wieder total vergessen. Okay. So, jetzt zieht er erstmal zwei Züge lang nix. Doch. Okay, das ist was anderes. Das ist Kartenersetzung und nix und nicht ziehen. Goblin? Im Pokémon den Goblin würde ich wirklich nur in ein Simochi oder Exodia-Deck reintun, weil Oh. mir sind die 1000 Lebenspunkte einfach zu schade. Ja, und ich meine, es ist ja nichts anderes, als dass du das Deck um eine Karte kleiner machst. Eben. Och nett. Nee, wieso, was darfst du jetzt abschmeißen? Ich habe gerade Licht der Galaxiekönigin gezogen. Och, super. Schmeiß die. Schmeiß irgendwas ab, außer Licht der Galaxiekönigin. Ach nee. Okay, dann könnten wir jetzt theoretisch einen Rang 7er holen, wenn uns das was bringen würde, was es nicht tut. Nee, weil die ganzen gemeinen Level 7er bauen sind einfach nur durch ihren Effekt gemein. Gut, toll. Ja. Jetzt kann er beide Graffas zurückholen. Was er nicht macht. Und was ihm auch immer noch nichts bringt. Ja gut, mehr Schrottzellmarken für uns. Ja. Ich greife Graffa an, einfach weil Schaden. Was hast du denn jetzt gezogen? Eine Panzereinheit, die aktiviere ich gleich, würde ich sagen. Ja. Was hast du jetzt noch auf der Hand, außer dem Licht? Eine Magnetpuppe. Ich könnte natürlich jetzt mit dem Fließband und der Magnetpuppe gleich den Eierkopf zurückholen und die nächste Xyz-Beschwörung machen, aber das will ich mir, wie gesagt, aufheben für Notfälle.
Ja. Würde ich auch sagen. Zimmer einfach mal rein. So, Was ich hängt denn hier guck. eigentlich als Xyz-Material dran? Also. Ach so. Standard halt. Magnetpuppe Überlegen. und trostlose Puppe ist so die klassische Kombi. Ich überlege jetzt gerade, was er jetzt noch machen könnte. Also wenn wir irgendwie Skill Drain wegkriegen, hat er sofort verkackt, weil wir einfach den Eierkopf zurückholen und es beenden. Wir haben aber absolut nichts, um Skill Drain vom Feld zu bekommen. Da wir ja wie immer kein MRT reingetan haben. Er hat eingesehen, dass das zu nichts führt, wie es aussieht. Ja gut, eine Sache gäbe es, wenn wir die Festung holen und sie durch Kart und sie durch Kampf zerstören lassen, dann könnten wir Skill Drain wegeliminieren, aber jetzt ist ja sowieso egal. Und der hätte die irgendwann durch Kampf zerstören müssen, weil wir dann zwei Monster auf dem Feld hätten und er immer nur eins pro Zug hätte rufen können. Ja, er hätte sie uns durch Kampf wegeliminieren müssen und dann wäre Skill Drain flöten gewesen. Dann wäre sofort ein Rang 7er gekommen. Gut, Okay, klar. also das war gegessen. Der Cast war bissen, das war durchgenudelt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich hab's nicht mehr, 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 ich hab's